Hier meine 41. Ausgabe. Manche Dinge ändern sich nie. Und das ist gut so. Die Formen eines Porsche Carrera Cabrio sind unverwechselbar. Doch es ist nicht nur sein Äußeres, das Sportwagenfans zum Schwärmen bringt. Also man gewöhnt sich ja an vieles. Nur an eins gewöhnt man sich nicht. An den Sound, den dieser Schlüssel hier verursacht. Jedes Mal beim Rumdrehen. Dieses heiße Boxerröcheln. Daran gewöhnt man sich nicht und daran kann man sich nicht satt hören. Und jeden Morgen, wenn man in dieses Auto einsteigt, bekommt man gratis ein Lächeln dazu von sich selbst. Corona-bedingt gibt es nichts Aktuelles. Aber Porsche ist immer ein gutes Thema. Fährt das 997er Cabrio, die fünfte Generation des offenen Elfers. Mit Heckantrieb und dem 3,8 Liter Boxermotor mit 355 PS. In schnell gefahrenen Kurven tendiert das Auto eher zum Untersteuern, was für einen Hecktriebler untypisch ist, aber es ist so ausgelegt von Porsche. Und das muss man einfach dadurch beheben, indem man langsamer bzw. genau passend in die Kurve einfährt, dann einlenkt und am Scheitelpunkt aufs Gas latscht. Und dann belohnt einen der Porsche mit wirklich sauberem Rausbeschleunigen. Das Auto hat mega viel Traktion durch den Motor, der da hinten im Heck ist, also viel Gewicht auf der Hinterachse. Und ja, das macht einfach Spaß. Wenn man das einmal kapiert hat, dass man nicht zu schnell in die Kurve fahren darf, dann fängt es an Spaß zu machen. Auch die Werte des Elfers bringen Spaß. 400 Newtonmeter Drehmoment, ein Topspeed von 293 km/h. Abgeregelt wird bei Porsche aus Prinzip nicht. Wenn man den Elfer mit einer Frau vergleichen würde, dann wäre er keine rassige Italienerin, keine kühle Schwedin, sondern er wäre die perfekte Frau. Weil er hat Rundungen, er macht sofort das, was man möchte. Das Blöde ist nur, dass er ein ganz schönes Luxus-Vibe ist, weil 103.000 Euro ist einfach definitiv zu viel. Egal. Die Erfolgsgeschichte des neuen Elfers beginnt 1964. Als Nachfolger des 356er kommt der 2-plus-2-Sitzer mit einem 6-Zylinder-Boxer und 130 PS auf den Markt. Sein Preis damals 21.900 D-Mark. Der Gegenwert von 5 VW Käfer. Bis heute wurden knapp 700.000 Porsche 911 verkauft. So, hier wohnt der Franz. Und der Franz hat einen 911er Cabrio der ersten Serie und der will mich sogar fahren lassen damit. Servus. Servus, Matthias. Franz, grüß dich. Grüß dich. So, da steht das gute Stück. Steht er da wie ein Einser? Ja, ich habe nicht zu viel versprochen, denke ich. Nee, oder? Der ist echt, der sieht aus wie aus dem Laden. Mhm. Wo hast du den her, sag mal? Das ist ein japanischer Reimport. Der gute Zustand ist sicherlich... Mit einer kleinen Geschichte kann ich dir das kurz erzählen. So ein japanischer Geschäftsmann, der hat mal kurzerhand zwei Porsche geordert für seine beiden Töchter. Oh, ja. So als Geschenk. Ein kleines Geschenkchen. Genau. Und dass höchstens diese Porsche mal zum Tennis oder zum Kaffeeklatsch verwendet wurden, das sieht man eben an dem Zustand. Also auch nur bei schönem Wetter bewegt worden. Was hat der gelaufen? 33.000 Kilometer. Bitte? Mhm. 33. 20 Jahre alt und 33.000 Kilometer. Ja, dann ist kein Wunder, dass er so aussieht. Der steht sicher besser da wie die Töchter jetzt. Franz, was ist das jetzt hier, die Originalbetriebsanleitung oder was? Genau, für jeden verständlich geschrieben. Ich denke, du hast ja auch Japanisch in der Schule gehabt. Und da sind ja alle Service eingetragen, wirklich jeder. Und der Wahnsinn. Es geht auch so durch. Ja, wir beglückwünschen Sie zu dem Kauf Ihres neuen Porsches, steht hier, glaube ich. Genau. Das 20 Jahre alte Carrera Cabrio ist Checkheft gepflegt, unfallfrei und hat wenig Kilometer. Ein wahres Museumsstück. Trotzdem darf Matthias eine Runde damit drehen. Der Kollege schnurrt wie ein Kätzchen. Sound ist noch dezent, aber das wird sich gleich ändern. Franz, ich bin einmal weg, ne? Viel Spaß. Äußerlich hat das alte Cabrio viele Details an das aktuelle vererbt. Runde Scheinwerfer, geschmackvoller Innenraum, wohlgeformtes Heck. Doch kann man mit dem Youngtimer genauso sportlich um die Kurve fahren wie mit dem neuen? Wow. Also ab 4000, ab 5000 noch viel mehr wird der Motor richtig lebendig. Schiebt schön von hinten an.
extremer, weil der neue Elfer geht von unten raus schon sehr, sehr gut. Da ist der hier ein bisschen schwachbrüstig. Aber es macht auch ein bisschen mehr Spaß. Wenn unten rum nichts kommt und oben rum dafür umso lebendiger, da tut sich was. 20 Jahre liegen zwischen diesen beiden 911er Cabrios, Vater und Sohn. Die Verwandtschaft ist nicht zu leugnen. Das ist ganz im Sinne des Herstellers. Porsche ist Traditionsmarke. Verwandtschaftsmerkmale im Innenraum beider Elfer. Alles ist besonders dezent gestaltet. Nur die roten Zeiger der Armaturen dürfen bewusst aus dem Rahmen fallen. Das Heck des 911er ist damals wie heute markant, ohne plump zu wirken. Die Daten. Das alte Carrera Cabrio sprintet von 0 auf 100 in 6,5 Sekunden. Das neue Carrera S Cabrio in 4,9 Sekunden. Das alte Modell fährt bis zu 235 km/h, das neue erreicht 293. Der Youngtimer hat 217 PS, der neue leistet 355. Der Verbrauch des alten Elfers 10,9 Liter, der des 997 11,6. Kaufpreis damals 96.000 D-Mark, heute 103.000 Euro. Der Soundcheck. Der luftgekühlte Motor von 88 und der wassergekühlte von heute. Welcher schöner klingt? Dieses Urteil muss jeder selbst fällen. Fest steht, beim Klang des neuen waren Sounddesigner am Werk. Der alte röchelt noch schön natürlich. Na, aber auch nicht schlecht. Und das sind noch die aktuellen Porsche Cabrios aus 2021. Wir haben für den Porsche Club Austria einige Veranstaltungen gefilmt. Hier ein Trailer aus 2017. Heuer war das Porsche Classic Fahrerlebnis rund um den Dachstein und den Schladminger Tauern. Die Anreise der Teilnehmer erfolgte wie jedes Jahr am von Leitner. Hier im 4-Stern-Hotel Matschner im Zentrum von der Ramsau waren die 51 Teams untergebracht. Und weiter geht's nach Schladming. Thank you.
Es geht heute über die Mautstraße zur Talstation der Dachsteinseilbahn. Ja, danke wieder fürs Zusehen. Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Mai 2021.